Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Europa Universalis 4 mit dem neuen DLC Domination und Frankreich und unserem Weg zu Ruhm, Macht und Erfolg unter unserem aktuellen König Charles dem 7. de Valois. Ein großartiger Mann, der es auch geschafft hat, in England zu landen. Wir stehen jetzt also in England mit einigen schottischen Verbündeten. Ich bin auch am Überlegen, können wir hier nicht, wenn wir jetzt hier Gebiete besetzen, da kommen nämlich schon die Engländer wieder. Da ist die englische Flotte. Gehen in den St. Georgs Kanal. Dann würden sie uns hier abfangen. Das ist gefährlich gerade. Ach, wir hätten sie sogar bis nach Süden verfolgen können, oder? Die haben ja immer noch keine Moral. Fällt mir jetzt erst auf. Dann sollten wir sie doch vermutlich auch verfolgen, nicht wahr? Dann marschieren wir hier mal weiter vorwärts. Sammeln wir uns hier nochmal. So, wir haben Cumbria besetzt. Ab nach Süden. Können wir jetzt hier nicht Soldaten anwerben? Söldnertrupps. Regimenter. Ich kann auch klassische Regimenter hier rekrutieren. Dauert natürlich einige Zeit, bis die kommen, aber machen wir das doch. Geht das? Nee, geht nicht. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier nur irgendwie Söldner rekrutieren. Ich habe aber nicht das Geld dafür. Das ist leider teilweise sehr teuer. Wir könnten natürlich noch ein Darlehen nochmal aufnehmen. Die Frage ist halt, ob das notwendig sein wird. Wie viele Truppen haben jetzt hier die Engländer? So um die 27. Da haben wir natürlich deutlich weniger, auch wenn ihre Moral noch ziemlich im Keller ist. Die Frage, ob es sich das lohnt, dass wir uns jetzt hier gerade so weit in Feindesland vortrauen. Wenn unsere Armeen eigentlich noch extrem geschwächt sind. Bin ich mir nicht so sicher, auch wenn die Moral der Gegner schwach ist, dass wir da jetzt so in Unterzahl kämpfen. Und die sind natürlich hier versteckt. Ich will mal dafür sorgen, dass die Schotten sich mir anschließen, das wäre gut. Wo ist die englische Flotte jetzt schon wieder? Ich sehe sie nicht. Das beunruhigt mich. Wenn ich weiß, wo die englische Flotte ist, könnten wir wieder versuchen, wieder Truppen in den Norden zu bekommen. Ich muss es jetzt, glaube ich, einfach mal wagen. Oder wir warten vielleicht noch kurz den März ab. So. Jetzt versuche ich nochmal ein paar Truppen dahin zu schicken. Über den westlichen Weg. Ich sehe keine englische Flotte. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, die Verstärkung ist gekommen. Sehr gut. So, marschieren wir in den Süden. Die Schotten folgen uns nicht, das ist aber schade. Die Frage ist, kann ich mich schon nach London trauen? Ist das so clever, nach London jetzt hier zu gehen? Wir schauen mal uns kurz um. Da ist die englische Armee. Geht nach Norfolk. Kriege ich einen Überquerungsmodus, wenn ich nach Norfolk... Ah, ich kann nicht nach Norfolk. Schützt Norfolk? Werden die durch London geschützt? Ah nee, ich müsste anders rumlaufen. Ich kann nicht so rumlaufen, verdammt. Wie machen wir das jetzt mit der englischen Armee? Vielleicht sollten wir doch erstmal das Land im Norden besetzen und belagern, um ehrlich zu sein, weil die englische Armee hat sich jetzt doch schon wieder erholt. Komm, wir gehen nach York zurück. Wir gehen nach York zurück. So. Oh, da ist leider wieder die englische Flotte. So, gehen wir mal noch hier rüber, belagern das alles. Rückzug. Rückzug. Da kommt die englische Armee. Traut sich aber nicht. Aha, nein, die Schotten dürfen da nicht angreifen. Lasst euch doch nicht so baiten. Wer kommt denn da jetzt als erstes an? 4. Juni? Ja, wir nicht. 6. Juni. Achso, nee, dann. Das ist ja trotzdem eine Verteidigungsschlacht, oder?
Genau, aus einer Verteidigungsschlacht von Schottland. Unsere Verstärkung kommt jetzt hier Stück für Stück dazu. Richtig. Jetzt kämpft auch unser besserer General. Ungefähr gleich viele Verluste auf beiden Seiten, aber wir haben mehr Truppen. Sehr gut. Oh, unsere Flotte musste sich jetzt sogar hier zurückziehen, aber wir haben mehr Truppen und besiegen die Engländer wieder. Und vielleicht können wir jetzt nach London marschieren, jetzt wo sie so geschwächt sind. Marschieren wir mal nach London. Oder würden die noch woanders hinlaufen? Nach Essex oder so? Ich kann ja erstmal hinlaufen und schauen, was passiert. Aber ich gehe davon aus, die gehen nach Kent und sind hinter ihrer Festung geschützt zurück, oder? Ich sehe so wenig. Die Aufklärung ist nicht gut hier. Nee. Na gut, das heißt, wir marschieren jetzt nach London. Ah, die sind hier im Süden. Warte mal, da sind sie gefangen. Ah, jetzt muss ich leider hier den ganzen Weg außen rumlaufen. Ja, oder wir belagern London. Aber die Armee zu vernichten, das ist viel verlockender. Wenn die sich jetzt da in den Westen hineinbegeben, wäre das fantastisch. Dann ist jetzt unser klares Ziel, nach Devon zu marschieren und die 9000 englischen Soldaten völlig zu vernichten, wenn es geht. Die können ja nicht weiter als Cornwall fliehen. Das ist ja das Schöne. Da fangen wir sie jetzt ab. Die Schotten denken schon dasselbe. Und wir helfen da jetzt mit. So, die 9000 Truppen sind jetzt hier uns auf Gedeih und Verderb ausgelöst. So, was haben wir hier? Wir haben wieder noch eine weitere Mission geschafft. Und zwar reformiert die Bombarde. Ich dachte, wir brauchen dafür Artillerie. Festungsstürmen ist erhöht. Belagerungsbeitrag Artilleriestufe. Aber wir haben noch keine Artillerie. Achso, aber Frankreich erhält dann große Bronze-Gussmörser. Die nehme ich doch. Das Problem ist jetzt nach wie vor, dass wir wahrscheinlich die Bronze-Gussmörser nicht nach England bekommen. Weil unsere Flotte hier immer noch abgefangen ist, oder? Ich kann es ja nochmal probieren. Oh, hier haben wir aber hohe Verluste. Das wundert mich. Jetzt geht's wieder besser. Wir gewinnen auf jeden Fall die Schlacht. Ach hier, ich habe die Flotte mal wieder übersehen. So, Ungarn, Österreich. Irrelevant. Wir marschieren jetzt hier mal weiter. Devon. Mussten einen Kredit aufnehmen. So, ich sehe gerade nicht viele Engländer. Das ist gut. So, jetzt marschieren wir aber mal nach London, bitte. Ah, die flieht leider wieder in die falsche Richtung. Und ich verliere meine ganzen Transportschiffe auch gleichzeitig damit. Wir brauchen ein paar neue Transportschiffe tatsächlich. Kogge. Orléans belagert hier auch noch Portugal, ja. Wie lange dauert eine Kogge? 372 Tage, fast ein Jahr Bauzeit. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Aber wir brauchen wieder Kocken, um darüber zu kommen. Die Artillerie würde ich schon gern darüber bringen, muss ich sagen. Das sind wieder die Feinde, warte mal. Kann ich dann nicht die angreifen? Vor allem, wenn sie sich in den Norden zurückziehen. So, Cornwall wurde besetzt. Weiter geht's. Devon wurde besetzt. Ach, jetzt kann ich Cornwall nicht fordern, weil die Schotten es eingenommen haben. Ah, diese Schlingel. Das wird richtig unangenehm werden, das dann zu erobern von den Grenzgebieten, aber gut. So, wo sind jetzt die Engländer? Nationaler Epos bringt uns Prestige, nehmen wir. Ich habe mal wieder die Engländer verloren. Ah, im Norden ist die englische Armee. Belagert hier. Okay. So. Dann gehen wir mal nach Oxford, Sussex und London. So, hier haben wir leider wieder die Bremer, die uns Probleme machen. Probleme, Bremer. So, wir können unsere weitere Reform hier leisten. Adelsprivilegien, Rekrutenreserve ist erhöht. Oh, erhöhte Steuereinnahmen. Ist auch immer schön. Kompromiss mit dem Adel.
Einfluss Adel ist dann erhöht. Hier ist der Einfluss des Adels natürlich verringert. Aber mehr Rekrutenreserve ist schon wichtig, auch für Kriege. Ich nehme die Rekrutenreserve. So. Einverstanden. Kardinalienseits der Grenzen mal wieder, sehr gut. Noch ein Kardinal, das erhöht unsere Chancen. Oh, hier sind auch einige englische Truppen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass die nicht direkt in London angreifen. Während wir im Norden die Engländer wieder besiegen. Jetzt passiert genau das, was ich leider mir gedacht hatte, dass das passiert. Dass die Engländer mich jetzt hier in Oxford angreifen. Kann ich noch fliehen? Mist. Wann habe ich denn das hier besetzt? Ich brauche einen General. Oh, ich habe die komplette englische Armee besiegt. Dann eilen wir mal in den Süden. So, sobald ich das hier besetzt habe, kann ich einen General ernennen. Ich weiß aber nicht, ob wir noch rechtzeitig hier kommen, um das zu gewinnen. Ja, doch, 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 doch. Kriegen wir hin, vor allem sie würfeln gerade schlecht. Ja, wir gewinnen auch diese Schlacht. Wenn auch unter unnötig hohen Verlusten. Sehr gut. So, dann belagern wir jetzt endlich London. Und Stathex. Das wird ein totaler Sieg über England, meine Freunde. Das wird jetzt ein totaler Sieg. So, wie viele Truppen brauche ich in London? 9. Dann machen wir das mal. Halbieren. Während die andere Armee bitte hier hingeht. Sehr schön. Ach, da unten sind wieder 8000 Engländer. Wo ist denn das? Irgendwie. Ist natürlich jetzt blöd hier. Ziehe ich mich nochmal nach Oxford zurück. Bremen will Frieden. Oh. Bremen, hast du Geld für uns? Na, nicht viel Geld. 40 Gold. Kriegsreparationen. Aber ganz im Ernst, wenn wir jetzt doch selbst ganz England besetzen können, können wir auch separat Frieden machen. Von mir aus nehme ich noch deinen Handelseinfluss. Bringt sie die Plünderung irgendwas? Ich glaube nicht, dass die Plünderung direkt was bringt. Nee, lassen wir mal die Plünderung weg. Bündnis kannst du aber behalten. Ah, die Schiffe sind zwar ein bisschen nervig, aber egal. Haben wir den Frieden mit Bremen. Ah, bei Portugal können wir noch kurz warten, bis die Hauptstadt fällt. So. Hier haben wir weiterhin Gebiete besetzt. Engländer stehen jetzt hier wieder stark. Die Schotten schaffen es jetzt hoffentlich, die Engländer im Norden allein zu besiegen. Dass sie uns nicht direkt bräuchten. Okay, aktuell komme ich dort nicht hin. Schicke ich dort aber mal ein paar Truppen hin. So, dann gehen wir hier nach Stathex. Dann gibt es nämlich nur zwei Möglichkeiten, wo sie angreifen können. Bei beiden habe ich jetzt dann Truppen stehen. Sind sie auch eingekesselt. Wir belagern jetzt hier schön London. So, und hiermit werden wir hier noch ein bisschen was besetzen. Leider sind da oben mal wieder eben englische Truppen. Administrative Ideen helfen uns. Sehr gut. Wieso machen wir jetzt eigentlich so viel Minus? Ich bin exakt beim Limit eigentlich. Okay. Ach so, für die Festungen, die mir gehören, muss ich die ganze Zeit natürlich auch Unterhalt zahlen. So, wir besetzen hier weiteres Land. Hervorragende Weinlese. Sehr gut. Ja, das haben wir auch besetzt. Derby. Ist die Frage, ob wir London bekommen, bevor die Engländer hier wieder uns Probleme machen. Mit der Eroberung Londons müssten wir hier natürlich auch alles gewinnen können. Was ist jetzt mit meiner Flotte? Sind hier noch englische Schiffe? Sieht doch nicht so aus, oder? Geben wir uns mal nach Caen direkt. Derby haben wir gewonnen. Weiter nach Süden. Weil wenn wir jetzt natürlich einfach die Schiffe noch da drüber rüberbringen, würde das einiges vereinfachen, denn jetzt schicke ich die Kanonen da noch hin, um London zu... Also ich meine, wir haben eh schon 42%.
Aber jetzt haben wir 64%, das hat trotzdem nicht gereicht, unfassbar. So, wir teilen das mal. Ah ja, Portugal, da ist die Hauptstadt gefallen. Ja, mit Portugal wollen wir, ich hoffe, dass die ein bisschen Geld für uns haben. Ja, oh ja, 345 Gold. Wir bekommen nur 105, weil natürlich unsere Verbündeten auch einiges bekommen. Kernprovinzen zurückgeben müsst ihr nicht unbedingt. Lohnt sich denn da die Hauptstadt zu plündern? Das kostet, glaube ich, eine unnötig aggressive Expansion. In Höhe von 111. Wir würden 111 bekommen für 10 aggressive Expansionen. Ist natürlich sehr weit im Westen die aggressive Expansion. Oh, weiß ich nicht, ob es das wert ist. Kriegsreparation will ich, Handelseinfluss. Ja, wieso nicht? Wir plündern einfach mal. Und sie sollen ihr Bündnis mit England aufkündigen. Perfekt. So. Jetzt muss nur noch London fallen. Dann haben wir alles gewonnen. Belagerung von London, 99%. So. Das heißt, jetzt können wir mit den Engländern auch endlich noch Frieden schließen. Cornwall können wir jetzt ja nicht mehr fordern. Ist irgendwas teurer geworden? Wir könnten noch mehr Geld fordern. Ich überlege gerade, 10% ihrer Einnahmen. Ich meine, die werden ungefähr so viel Geld wie wir verdienen. Wobei 10% der Einnahmen, ne? Wie viel Einnahmen haben wir denn insgesamt? Insgesamt haben wir, das wären dann 2,7 Gold, die wir ungefähr von denen bekämen. Und das bis der Waffenstillstand endet, oder? Ist das nicht so? 2,5 Gold. 10 Jahre. Das heißt, wir bekommen pro Monat... ja, circa mal 2,5 Gold. Das wären also 25 Gold. Vielleicht sagen wir mal 30 Gold im Jahr. Und das für 10 Jahre wären insgesamt 300 Gold. So, 10%. Jetzt nehmen wir mal die 10% weg. Wie viel würden wir da noch bekommen? Ja gut, aber 300 Gold... da kommen wir, glaube ich, nicht drüber. Nee. Sollten wir vermutlich schon fordern. Die Frage ist, ob wir hier noch einfach ein weiteres Gebiet besetzen. Im Süden. Und uns das noch erobern. Sowas wie Dorset. Devon und Dorset. Französisches Gebiet. Natürlich dann auch immer schnell besetzt werden, wenn da keine Festung steht, ist das auch klar. Aber wir sind dann immer nahe London, wenn wir dann da schon Truppen haben, und die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Damit sind alle englischen Gebiete in diesem einen großen letzten Krieg zurückerobert und die Engländer müssen uns einen Landungsplatz geben. Devon und Dorset. Die aggressive Expansion ist in Ordnung. Wir bekommen sehr viel Gebiet, wir bekommen sehr viel Gold von den Engländern, eine Menge Gold. Ach so, ja, aber leider bekommen wir das ja nicht. Hahaha, ha, ha, stimmt. Das bekommen ja unsere Verbündeten, fällt mir gerade auf. Deswegen wäre die Überlegung, ob wir dann nicht doch noch Somerset gleich fordern. Wobei, dann könnte sich eine Koalition bilden. Aber nur aus England, das wäre erstmal nicht so schlimm. Dann holen wir uns doch gleich noch Somerset. Sieht, glaube ich, ein bisschen schöner aus. Sieht ein bisschen schöner aus. Weil, wie gesagt, dann bekommen wir halt 156 von den 500 Gold. Kriegen halt unsere Verbündeten noch recht viel. Ach ja, sie haben ja mit der Bretagne noch. Warte mal, reduzieren wir hier nochmal ein bisschen. Die Garantie mit der Bretagne würde ich mal wegnehmen. Dann haben sie zwar immer noch mit Burgund das Bündnis, aber... ja, vielleicht können wir uns da trotzdem nochmal einmischen. Dementsprechend bekommen wir jetzt natürlich kaum noch Gold. Wir würden nur 52 Gold dann bekommen. Kernprovinzen zurückgeben... nee, der Rest ist mir egal. Wir bekommen einiges an guten Gebieten. Ich glaube, so machen wir es in Frieden. Fordern nicht so viel Geld, weil sonst geht das einfach nur an unsere Verbündeten. Und das sind ja langfristig auch mehr oder weniger unsere Rivalen im Kampf um die Macht. So ist es. So. Wir bekommen auch Machtprojektion. Und ja, das sieht doch jetzt sehr gut aus, meine Freunde.
Das sieht sehr gut aus. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt ein paar Festungen vielleicht auflösen sollten. In Paris ist natürlich unsere Einzelfestung. Könnten wir die in Chartres erstmal lassen, wegnehmen. Das mache ich mal. Den Caen lasse ich. Ja, den Calais auch, denke ich. Die im Süden hat schon einen strategischen Wert, genauso wie die Narbonne Richtung Spanien. Deswegen, die würde ich gerne auch lassen wollen. So, jetzt müsste ich dafür sorgen, dass meine ganzen Truppen in die Heimat zurückeskortiert werden. Und die Truppen von mir aus hier erstmal dorthin kommen. Dann müssen wir hier dafür sorgen, dass die englischen Gebiete und Calais zu Kernprovinzen werden. Und dann haben wir es natürlich auch einige Sachen geschafft. Zum Beispiel verbindet die Provinzen, die ich jetzt verbessert habe. Okay. Das würde bedeuten, alle mit mindestens 25 Entwicklung würden diesen Bonus bekommen. Wir haben ja kaum welche mit 25 Entwicklung. Ich glaube nur Paris. Das heißt, das da unten lohnt sich noch nicht. Hafen von Calais. Flottenstärke muss 80% des Limits werden und Anteil der Großschiffe an 20%. Ich brauche also eine größere Flotte. Dann bekomme ich die Schiffswerft dort. Okay. Ich muss auch wieder eine Flotte aufbauen. So, die befreite Normandie haben wir geschafft. Das gibt uns einen... Ach, das gibt uns einen dauerhaften Anspruch auf die Bretagne. Und auch auf Burgund. Perfekt. Sehr schön. Mit der Rückeroberung der Normandie berät der Rat über das Schicksal des historischen Herzogtums und das Chaos, das es im Laufe der Jahrhunderte verursacht hat. Auf einem Podest vor ihnen liegt das herzogliche, der herzogliche Ring. Einer unserer Berater beginnt. Er hat recht, wir dürfen seine Macht nicht nutzen. Es gibt nur einen einzigen Weg. Der Ring muss vernichtet werden, antwortet ein anderer. Ein dritter steht auf, stürmt vorwärts und zückt eine Axt. Worauf warten wir noch? Mit einem einzigen mächtigen Schlag trifft er den Ring. Oh Gott. Euch ist schon bewusst, liebe Zuschauer, auf was das hier eine Anspielung ist. Der herzogliche Ring. Oh Gott, das ist eine wunderbare Anspielung auf Herr der Ringe und die Szene mit dem einen Ring. Mit Gimli, der die Axt schwingt und auf den Ring eintrischt. Ach Gott, die Entwickler haben echt Spaß, scheinbar. Okay, Normandie verliert Kernprovinz in Normandie. Okay. Der Ring ist zerstört, das Herzogtum vernichtet. Gut. Das ist geklärt. Hier müssen wir einiges noch verbessern. Burgundische Erbfolge. Einer der folgenden Punkte musst du treffen. Alle Provinzen im Gebiet der Picardie. Einer der folgenden Punkte musst du treffen. Provinz Calais, Mist von Frankreich. Alle Provinzen im Gebiet Westburgund. Okay. Hier steht auch wieder irgendwie, ist ein Untergebener Frankreichs? Wahrscheinlich Oder hat ein Bündnis mit Frankreich. 180 Beziehungen und 75 Vertrauen. Wenn wir die Mission abschließen, während Burgund unser Untertan ist, das eigene Herzog von Burgund ist gestorben. Wie soll denn Burgund unser Untertan sein, so einfach? Alternativ wird 10 Entwicklungen zwischen den burgundischen Provinzen sowie der Schweiz verteilt. Frankreich erhält erneute Integration des burgundischen Landes. Schließen wir die Mission stattdessen durch eine hohe Meinung und ein Bündnis mit der Krone von Burgund ab, stellen sie sich wahrscheinlich auf unsere Seite, sobald der Reichsverfall das burgundische Erbe beginnt. Dann müssten wir eigentlich die Beziehungen mit Burgund verbessern. Die begehren natürlich unsere ganzen Provinzen, also ich weiß nicht, wie erfolgsversprechend das ist, aber ich werde einfach mal Beziehungen verbessern. Wir haben jetzt natürlich Ansprüche. Das Problem ist, dass die Bretagne ein Bündnis mit Burgund geschlossen hat und das ärgert mich schon recht stark. So, was ist denn mit Bourbon? Machen wir eine Staatsehe. Genau. Die Truppen aus dem Exil wandern zurück. Wir brauchen mehr Kocken wieder. Wobei, es heißt, 20% müssen Großkampfschiffe sein. Die Provence-Frage, da arbeiten wir noch dran. Bei der Calais-Sache
Anteil der großen Schiffe mehr als 20%. Das heißt, aktuell haben wir ein Limit. Das heißt, wir brauchen zwei Großkampfschiffe. Okay. Ist natürlich sehr teuer jetzt. Aber ich baue mal zwei Großkampfschiffe noch. Einverstanden. Sehr schön. Burgund hat das Recht auf Militärzugang wieder aufgehoben. Die Engländer fordern Geld von Portugal. Auch nicht schlecht. Wir könnten jetzt hier nochmal technologisch aufrüsten. Das sollten wir vermutlich auch gleich machen. Und uns die Galok-Infanterie holen. Jetzt, wo der Krieg erstmal vorbei ist. Oh, Korruption steigt. Das wollen wir natürlich nicht. Ich bekomme doch sogar jetzt Geld. Meine Festungen sind leider sehr teuer. In Valois und in Amar gibt es jetzt ein paar kleine Probleme. Aber ich glaube, das kriegen die doch hoffentlich selbst gelöst, oder? Herzog von Alencon. Was ist denn da los? Herzog von Alencon. Wo ist denn wieder Alencon im Süden? Amar. Hä? Wartet mal. Haben wir überhaupt Alencor? Ah, ne. Im Laufe des hundertjährigen Kriegs wurden die Herzöge von Alencor durch die englischen Invasionen aus ihrem Land vertrieben. Ach, das ist hier. Nachdem die traditionellen Gebiete des Herzogtums wieder in französische Hände übergegangen sind, flehen die überlebenden Aristokraten des Hauses Valois Alencor nun den König dazu an, ihre verlorenen Ländereien und Titel wiederherzustellen. Das bedeutet, macht Alencor zum Appanjané? Nein, aber es ist doch mein Gebiet, das will ich nicht. Frankreich verliert keine Provinz in Alencor. Und wenn wir es ablehnen, verlieren wir Stabilität. Und der Adel verliert 20 Loyalität. Aber ich würde gern, wenn ich jetzt schon Alencor habe, es direkt behalten wollen. Alencor gehört jetzt der Krone. Abgelehnt. Antrag abgelehnt. Gut. Mit Schottland lasse ich nochmal die Staatsehe, weil ich weiß nicht, ob wir noch so sehr auf Schottland zählen können. So stark haben sie uns jetzt auch nicht geholfen. Aber gut, wir haben viele wichtige französische Gebiete zurückerobert. Es geht weiter bergauf für Frankreich. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.